Ich habe lange Zeit schon geplant gehabt, Afrika zu bereisen und jetzt habe ich begonnen in Westafrika, weil es so viel zu entdecken gibt und die Menschen sehr, sehr gastfreundschaftlich sind und wirklich mich überall herzlichst willkommen geheißen haben. Ich habe Freundschaften aufgebaut. Ich erlebe eine andere Energie, eine Offenheit, eine Flexibilität, die einen anderen Zugang zum Leben schafft. Wir organisieren Kulturreisen nach Afrika, vor allem nach Westafrika. Derzeit haben wir im Programm Ghana und Kamerun und in Zukunft haben wir auch Gambia geplant. Wir arbeiten mit lokalen Reisebüros zusammen, die die Reisen veranstalten. Es sind Reisen für Kleingruppen mit maximal 10 Personen. Wir haben einen Tourguide von Wien aus und auch einen einheimischen Tourguide. Wir beginnen die Rundreise jeweils in einer Stadt und fahren dann mit der Gruppe in Dörfer, wo wir noch tiefer in die Kultur eintauchen, in das Tanzen, in das Trommeln, in das Miteinander kochen, auf die Märkte gehen, die Natur kennenlernen, Geschichten erzählen, am Abend rund ums Feuer sitzen. Und von dort haben wir auch einige Tage immer am Strand geplant, wo wir einfach die Schönheiten der Strände kennenlernen. Und es gibt je nach Land verschiedene Highlights, in Kamerun zum Beispiel den Vulkan, den Mount Kamerun und dort die Elefanten. In Ghana sehr viel historische Gebäude, wo man die Geschichte erfahren kann, auch die größte Lagune Ghanas werden wir befahren. In Gambia sind es die langen Sandstrände, die Offenheit der Menschen. Also vor allem geht es uns darum, Menschen mit Menschen zu verbinden, Kontakt zu den Einheimischen aufzubauen und voneinander zu lernen.